Ich überziehe hier ständig. Keine Sorge, nach all den Jahrhunderten, die wir zusammen sind, weiß ich Bescheid. Wenn ich mich zu weit von My Lady entferne, löst sich mein Körper in Luft auf. Was bedeutet, dass mein Körper nur deinetwegen existiert, My Lady? Du nervst mich. Husch, husch. Guten Morgen. Toll, du bist für uns alle eine Heldin, Savannah. Weiter so. Du bist uns allen eine riesengroße Hilfe. Das ist sehr nett. Hallo, Flavia. Ja. Gretchen hat ein lustiges Lied für mich gespielt. Ich liebe ihre Musik. Sie macht einfach Spaß. Sie weiß einfach immer, mit welcher Melodie sie mir ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Ja, das ist halt Margaret. Ja, ich muss jetzt angeln. Damit ich Sashimi machen kann. Ohne Sashimi kann ich leider meinen Mann nicht erobern. Das ist ein bisschen schwierig. Warum kann sich das Wetter nicht mehr entscheiden, was es will? Wetter, du bist echt doof. Savannah, nicht so wichtig ist es nichts. Was ist denn da? Menno, wegen dir laufen mir die ganzen Fische weg. Wie ich schnell genug bin. Der hat gerade Stupid Rain gesagt? Das ist sehr süß. Toll, eine Dose kriege ich, aber keinen Fisch. Dabei brauche ich Fische. In der Dose kann ich mein... Ich fange nicht einen Fisch heute, was ist denn hier los? In der Dose werde ich ihn wohl kaum überzeugen können. Hallo Schatz, ich habe dir heute eine Dose mitgebracht. Was ist denn los hier? Bin ich denn jetzt zu doof zum Angeln geworden? Ich wollte nur testen, ob ich den richtigen Knopf drücke. So. Jetzt haben wir auch wieder ganz viele Fischleins hier. Wieder fange ich den nicht. Ich bin einfach zu dumm. Ah, ich bin einfach zu doof zum Fischen. Schatz, das wird heute nichts mit deinem Sashimi, weil ich einfach zu doof dazu bin. Dabei musste ich doch einer füttern. Ein Hecht. Juhu. Ich darf was Sashimi machen? Ich will's hoffen. So was Blödes. Warum denn auch gerade Sashimi? Hätte er nicht irgendwas anderes toll finden können? Nein, es muss Sashimi sein. Diese Dinge. Was ein Kaulbarsch. Oh Gott, oh Gott, habe ich noch nie gefangen. Jetzt kommen sie dann alle wieder aus ihren Löchern. Weil es regnet ja nicht mehr. Was mache ich denn hier? Komm. So, jetzt ist meine Geduld zum Angeln. Ist heute. Wenn er ist die ganze Zeit einfach nur bei diesem doofen. Na, bei diesem blöden da. Ihr wisst schon. Was kann ich denn machen? Eine Hecht-Sashimi, bitte. Sehr schön. Kann ich sonst noch eine Sardinen-Sashimi? Na ja, natürlich auch. So, dann kann ich jetzt meinen Schatzi suchen gehen. Wo treibt er sich denn so rum? Ist er hier wieder? Ja, der Herr badet wieder. Plopp, hallo! Gehe ich jetzt hier rein, sehe ich genauso viel. Moment, wo ist er hin? Wieso? Ach, da. Oh, er geht. Hallo. Hallo. Hey. Diesmal will ich dir eine Frage stellen. Klar. Was machst du auf der ganzen Welt am liebsten? Oh. Moment, was? Hat aber lange gebraucht und du bist... ach, du bist einfach zu süß. Well, thank you. Ich
möchte dich ja auch beeindrucken, du dusseliger Vogel. Genau das habe ich ja vor. Wir sind bei Level 6 schon ziemlich gut. Auch wenn das natürlich noch einen Augenblick dauern wird, bis wir ihn um den Finger wickeln, aber wir sind auf einem guten Weg. Mit Sashimi erobern wir sein Herz. Ach nee, ich wollte ja bei Bardo noch was... Oh, soll ich noch was zu essen kaufen bei Bardo? Warum hat der so eine geheiratet, die aussieht wie der? Ich begreife es nicht. Was ist das denn? Ein gesetzter Stint. Bambusreis. Nee. Käse. Da sieht man da einen Unterschied zwischen... Ja, meiner hat so ein... Meiner hat ein Sternchen. Das ist gut. Ah, er freut sich auch immer, wenn er uns sieht. Das finde ich voll süß. Da freue ich mich einfach voll mega. Der freut sich, wenn er uns sieht. Das ist so schön. Au, ja, das geht ja echt mega gut los hier. Lass mich hier durch. Lass mich hier durch. Ich bin Arzt. Und du lässt mich auch durch. Haben wir es verstanden? Du bist zwar irgendwie nicht ganz so schlimm, aber trotzdem gehst du mir auf den Wecker. So. Wow, das ging ja sogar mal ohne größere Verletzungen ab hier. Aha. Ah, wieso habe ich denn das Schwert nicht ausgerüstet? Und ich frage mich, warum das alles nicht geht, ey. Dann muss ich mich ja nicht wundern. Das Schild, das Schwert ist klasse. Das finde ich jetzt schon voll geil. Gut. Au, wo kommt denn da jetzt überall Feuer her? Ja, das ist sehr schön. Au. Gott. So. Das bringt ja unglaublich viel, nämlich Gunnischt. Aber ich hätte hier gern irgendwie so einen Speicherpunkt. Oh. Hallo, was ist denn? Was soll denn das jetzt? Jetzt kann ich das nicht mehr mitnehmen. Hallo! Warum kann ich mich hier nicht bewegen? Ich hasse das Leben hier. Ich hätte hier gerne irgendwo mal einen Speicherpunkt. Was ist das denn hier? Ich sterbe gerade. Dankeschön. Ich wollte jetzt auch einfach mal sterben. Ich habe kein Geld mehr, ne?
Thank you. Ich hab einfach kein Geld mehr. Take care. Ich hab einfach kein Geld mehr. Das ist gerade echt deprimierend. Hallo. Muss ich leider schlafen gehen. Ich brauche Geld. Ist jetzt blöd. Heute wurde mir allergrößtes Glücksfeuer, also wenn ich hart zu arbeiten und dafür sorgen, dass sich das auch bewahrheitet. Dann hau mal rein, wie schnell. Das ist sehr, sehr schön hier. Was ist denn mit euch los? Oh, seid ihr alle müde? Ruh dich erstmal aus. Hansel? Ich wusste gar nicht, dass die müde wären. Naja, muss ich halt heute mal wieder selber. Gieß ich halt mal wieder selber, ist auch okay. Da habe ich noch irgendwas, was ich verkaufen kann. Dich. Ne, Makrele würde ich jetzt auch noch nicht kaufen. Kaulbarsch. Ne. Okay, so sonderlich viel habe ich jetzt tatsächlich nicht dabei. Ich könnte höchstens noch mal eben auf die andere Seite gucken. Hier noch irgendwas gewachsenes? Nö. Dann fange ich hier aber mit dem Gießen an. Wo ist meine Gießkanne? Ganz vorne. Ich glaube, dass ich heute erstmal dafür sorgen muss, dass ich viel mehr sehe und viel mehr verkaufe wieder. Damit ich wieder Geld habe, um mir Medizin leisten zu können, weil ansonsten komme ich da und will nicht weit. Aber das ist echt ein anstrengender Level und ich weiß ja gar nicht, zu was für ein Viech ich muss. Wenn ich mir vorstelle, dass das auch noch so ein Monstrum wird, ne? Das ist ja jetzt schon zum Kotzen. Und das dann auch noch so ein mega Viech ist, oh Gott. Okay, aber ich habe ein bisschen was, um mir wieder Samen kaufen zu können. Das ist schon mal gut. Momentan versauere ich da unten nämlich auch irgendwie nur. Und kriege nicht so wirklich was hin. Ich komme zwar mal so ein bisschen weiter, aber auch nur so Stückchen für Stückchen für Stückchen. Und irgendwie ist es nicht das, was ich gerne hätte. Ja, ich versuche halt immer recht schnell mit der Hauptstory durchzukommen. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel Zeit wir da jetzt mittlerweile schon mit zubringen mit dem Spiel. Ich liebe das Spiel, das ist es nicht. Ne? Also ich spiele das echt gerne. Und ich muss halt momentan so ein bisschen vorproduzieren und dementsprechend ist das alles noch etwas schwierig hier gerade. Oh, da habe ich tatsächlich einen vergessen.
Und das ist halt gerade mit dem Vorproduzieren, das ist bei mir ein bisschen schwierig. Weil ich gleichzeitig auch irgendwie noch mein Schlafzimmer renoviere. Weil das alles gleichzeitig, das ist eigentlich bescheuert. Warum macht man das nicht eins nach dem anderen? Nein, ich nicht. Das wäre zu langweilig. Ich mache das alles gleichzeitig so. Ich fühle mich hervorragend. Was kann ich für dich tun? Schon wieder den Husten? Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, das ist okay. Ich muss nur etwas Medizin nehmen. Das ist wirklich ein ziemliches Ärgernis. Was haben wir denn da so? Für was verkaufe ich die denn? Kaufen, verkaufen. Ich verkaufe die für 16G. Ich weiß schon, warum ich lieber Blumen kaufe. Arthur! Savannah! Hi Arthur, guten Morgen! Letztens ist ein Vogel auf meiner Hand gelandet. Als ich zart sein Gefieder streichelte, sah ich, wie Porco mich mit wehmütigen, hungrigen Augen anstarrte. Wenn er auch nur versucht hätte, das arme Ding zu essen, hätte ich ihm sicher eine Ohrfeige verpasst. Hä? Ziemlich mieses Wetter, was? Ich rede mal mit mir. Illuminata! Bist du allein? Ja, ich bin allein. Na und? Ich kaufe dir lieber ein paar Blumen ab. Ich glaube, sie ist ganz furchtbar depressiv, weil sie Single ist. Lampengras-Saat. Die ist ganz schön teuer. Kirschgras. Und das nochmal. Rosa Katzengras. Mondtau. Kann ich mir das noch leisten? Nein. Ja, ich bin so ziemlich pleite. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wo ist mein Hase läuft da oben gerade. Also hier durch, hier durch. Hier oben lang. Wo ist er denn hingelaufen? Da hinten rennt er. Hey, kannst du kurz lächeln? Hä? Worum geht's denn? Mach's doch einfach, okay? Strahl. So? Oh? Was ist los? Shut up. Nein, Sonnenverliebt. Arthur stellt auch hier Brillen aus. Überall sind Brillen. Die hier ist aus einem leichten, weichen Material. Ziemlich bemerkenswert, da sie zwar robust, aber auch so bequem ist, dass man sie tagelang tragen könnte. Einer der beliebtesten Brillen heutzutage, wenn du mich fragst. Hab ich aber nicht. Hast du diese Idee aber angesehen, oder etwa nicht? Ja, kann sein. Ich bin nur bewundert, wie von... Die hier. Gut, das reicht jetzt. Oh, ich bin so nie verliebt. Wo ist mein Sternchen? Sternchen. So, da. Thank you. Bitteschön. Aha. Ich wollte Blumen aussehen. Ich bin einfach zu fanatisch, wenn es um Dillis geht. Ich weiß auch nicht. Arthur ist fanatisch mit seinen Brillen. Ich bin fanatisch, wenn es mit Dillis geht. Das ist genauso schlimm. Man frage sich, was schlimmer ist. Einem Pferd hinterher zu laufen, wenn ich versuche, mir die ganze Zeit zu merken, dass er ein Pferd ist. Was für mich schon schwer genug ist, mir das zu merken. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Toll, wo habe ich die denn jetzt hingeschmissen? Da habe ich echt nur eine von gekauft? Das war ja doof. Denkt man aber, dass ich auch einfach kein Geld mehr habe, ist das wahrscheinlich genau die richtige Entscheidung gewesen. Vielleicht muss ich auch einfach mal wieder durch den Wald laufen und Dinge sammeln. Wäre auch eine Maßnahme, oder? Machen wir heute eine kleine Wanderung? Na komm, wir machen heute so eine kleine
Ich muss Dinge sammeln, Wanderung. Und nebenher kleineren Viechern den Gar ausmachen. In der Hoffnung, dass ich damit Geld verdiene. Toller Titel fürs neue. Für einen neuen Tag.